YouTube und herzlich willkommen auf EU2K TV zu einer weiteren Folge vom WWE 2K17 Orakel bei TLC. Wir machen mit dem Match Dolph Ziggler gegen The Miz weiter. Es ist ein Ladders Match und es geht selbstverständlich um den Titel, den Intercontinental Titel von The Miz. Ich habe mich erstmal dazu entschlossen, dass ich Dolph Ziggler nehme. The Miz, ja, sehr cooler Worker, aber ich kann mit ihm so, weiß ich nicht. Ja, nicht so viel anfangen, aber ich finde echt, so seine Mimik und alles und wie er das alles spielt, das ist schon verdammt genial. Aber ich bleib dann doch eher bei Dolph Ziggler. Auch wenn er mir zu sehr einen auf HBK macht. Aber gut, anderes Thema. So, es könnte sein, dass Dolph Ziggler jetzt mit dem Universal Title in den Ring kommt. Ich musste die Aufgabe nämlich schon mal neu starten und es hört sich schwer danach an. Also sollte jetzt Dolph Ziggler mit dem Universal Title von Kevin Owens kommen. Ich habe es nicht falsch eingestellt, das scheint ein Bug zu sein vom Spiel. Wie gesagt, ich habe es schon mal, ja, da hat er wieder den Titel. Kann ich leider nichts dran ändern, das ist so, ich weiß nicht warum das so ist. Einfach nichts bei denken. Ich habe definitiv Kevin Owens eingestellt als Champion. Wie hohl. Vor allem, ich habe dann sogar mal die Attires, die ich mir von Kevin Owens runtergeladen habe, gelöscht. Weil ich dachte, das liegt vielleicht da dran, aber keine Ahnung. Aber sehr geil, da oben hängt der Titel. Boah, Stimme gerade versagt. Der Titel. Wobei das eigentlich auch unlogisch ist. The Miz kommt jetzt ohne seinen Titel zum Ring. Normalerweise übergibt er den doch. Hä? Was ein Quatsch. Ey, guckt euch echt mal das an, wie verbuggt das ist. Spult ruhig nochmal zurück, wo man Ziggler im Ring sieht. Da hing schon der Intercontinental-Title oben. Und jetzt hat er den hier nochmal umgeschnallt. Unterbrechen wir ihn? Ey, ich würde sagen, wir lassen mal zum Ring kommen. Dann ist das Spiel ja vollkommen überfordert. Dann weiß ja eigentlich keiner, wie der Titel dann da oben hingekommen ist. Aber wäre eigentlich ganz witzig, oder? Aber wir lassen es mal. The Miz hätte es zwar eigentlich verdient. Na, lass dich feiern, du Honk. Was ich auch dumm finde, dass die Gürtel über die, ja zum Beispiel eher über seinen Mantel hier drum hat, weil in der Realität ist das ja auch nicht so. Aber gut, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ja, gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil so haben wir das hier wenigstens für Thumbnail noch da. Nicht unwichtig. Ach ja, wird der Sieg gesagt hier, oder wie? Jawohl, Siggi. Siggi gegen die Missy. Was macht der denn da? Hüpft hier vorbei. Geh eh schief. War klar, es war klar. Jawohl. Was, der kontert das? So ein Lumpen. Guys, let's briefly discuss the challenger. Well, it's never easy to take down a champ. What kind of attack should he mount? Well, here's the moment Dolph Ziggler's been waiting for. A chance to take down the champ and walk out of here with the title. We'll see if the challenger can get it. Ich kann nur nichts machen. When you have two competitors this talented and focused, it's anybody's guess how it'll shake out. Ja, Hauptsache, The Miz hat schon 51%. Ah, ey, was der da für Faxen macht, der Typ. Mann. Was
So, jetzt scheine ich einen gekontert zu haben, endlich. Geht der jetzt endlich mal? Jawohl. Ziggler may be in trouble here. Don't be surprised if he shrugs it off and comes back more motivated than ever. But it's important to know that this match has been so evenly contested so far. You really can't pick a winner. Well, it's hard to argue that. But I'd say this one could go either way. Oh, so eine Art Stone Cold Stunner. Gegen das Ringseil. King Dolph Ziggler prides himself on being one of the most athletically gifted superstars in WWE today. Ziggler is a lifetime subscriber to the Scheiße, ideology. Mann, zu früh, ey, wann soll ich ihn da drücken? Sieht nicht gut aus, irgendwie, für uns. Steh mal auf, Ziggy. And he's heading back in. I can't blame him. He doesn't want to do this outside the ring. Well, I don't blame him. Hätten vielleicht wenigstens mal ein paar Mal daran ziehen lassen sollen, dann wäre es nämlich leichter. Jawohl. Oder wird das Match später schneller vorbeigehen? Michael, you talked about Dolph Ziggler's abilities and his thoughts on, well, himself. And you know what? It's all true. Dolph Ziggler steps through those roles. Ja, ey, komm hier, wie wird alles gekontert, ey, so ein Blödsinn. And having the best match of the night. And trust me. With this kind of attack, you have to wonder just how much longer they can compete in this match. Yeah, I completely agree. The way things are going in there, I'd say not much longer. Ja, ey. Gosh, this is a beating. Still a long way from the top. Nein. Going to the top. High risk. Nice move. Hey, from the top. Scheiße. Scheiße. Ich dachte, ich kick den da runter. Was denn jetzt? Kann ich jetzt hier eigentlich auch hochgehen? Jawohl. And he loves showing the world what he can do in that ring. Ziggler looks to steal the show each and every time he's out there, and he prides himself on being the show. And now, look at him taking to his opponent on top of the ladder. Jawohl. Und wer fliegt runter? Fliegt er? Just swinging on his opponent. Jawohl. He's just as dangerous on that ladder as he is on the mat. Nein. Nein. Feel the wear and tear that's been done throughout this match. Ich will nicht noch gar nicht, dass das Match rum ist. Ich krieg's aber gerade irgendwie nicht hin. Was soll das? Hallo. Ey, was geht denn jetzt ab? Ich krieg's nicht hin. Flashbacks of Shawn Michaels and Razor Ramon vying for the Intercontinental Championship in the historic WrestleMania 10 ladder match. Okay. Das war's. Dolph Zigglers neuer Champion. Sorry, dass es so unspektakulär war. Aber wenn The Miz nicht aufsteht, es gab ja nicht einen Finishing Move. Könnte meinen, The Miz ist im Doghouse. Ich behaupte aber auch mal, das war ein Bug, ey. Wenn man überlegt, nach was Kalisto alles aufgestanden ist. Und den kicke ich einfach von der Leiter runter mit dem Schlag. Und das war's. Ja, wie gesagt, sorry Leute, dass das jetzt so unspektakulär war. Es tut mir echt leid. Aber ich gelobe Besserung. Also, das war's mit dem Match. The Miz gegen Dolph Ziggler. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten wieder rein. Bewertet das natürlich mit einem Daumen nach oben. Über ein Abo freue ich mich auch wie immer. Bin fürs Erste raus und hoffe, ihr seid dann gleich beim nächsten Match wieder mit am Start. Also, macht's gut, bis dahin und ciao.